So, machen wir weiter. Und zwar wollen wir ja an diese Erfahrungsfiole da unten ran. So. Genau. Und Fledermäuse, die durch Brücken glitschen können. Das war nicht so gut. Aber wir sind zurück da oben gelandet und nicht da unten. Sonst wäre das Game Over gewesen. Aber ohne Diebe wären wir von da unten nicht mehr weggekommen. Also schnell wieder zurück und wiederbeleben. So. Gut. Es ist die gesamte Gruppe halb angeschlagen. Hoffentlich finden wir die Gesundheitsfiole. So sehen wir bald aus. So. So. Darüber. Am großen blauen Pilz vorbei. Da ist ein Secret. Da ist ein Secret, das ich ganz genau sehe. So, dafür muss erstmal die Brücke hier weg. Sagte, die muss weg. So, weggeklappt werden. Komm. Na, dann bleib halt so hängen. Und dann müssen wir hier. Naja. Der Idee kann ich mal so schlecht, aber so geht's auch. Und das war jetzt blöd gelaufen. Truhe öffnen. Armschutz gefunden. Was machst denn du? Mindert den Schaden von Armwunden. Das kann mal unser Ritter kriegen. Da er ja hauptsächlich in der Front kämpft. Okay. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich hier unten wieder wegkomme. Am besten so, würde ich mal sagen. Und jetzt können wir ja das Brückenteil hier drüben einhängen. Und das Brückenteil hochholen und es hier einhängen. So. Genau. Und das hier sieht nach Bosskampfraum aus. Genau. Irgendein komisches Elementar. Dass wir wahrscheinlich nur auf den Rücken klopfen können. Das ging leicht. Dies ist der Weg zum Schloss. Wir sind in der Nähe des Verlieses. Ha! Es muss Essen im Schloss geben. Auf zum Schloss! Okay, wir haben den Gegner besiegt. Und da unten sehe ich noch eine Fiole. Mal sehen. Aua. So war das nicht gedacht. Und ich kann sie nicht wiederbeleben. Mist. Da muss ich jetzt wohl oder übel den Hebel umlegen. Wenn ich schätze mal, da unten wäre noch ein Secret gewesen. Kann ich den Hebel nochmal umlegen? Nein, kann ich nicht. Schade, schade.
Was sagt das Inventar? Okay, uns fehlen noch 4 Pylonen. Dem war da unten wäre das Secret gewesen, was ich jetzt verpasst habe. Schade darum. Unsere Helden betreten das Schloss durch das Verlies. Der Ritter dachte zurück an seine Kindheitstage und an die Aufregung, die die dunklen Korridore hervorgerufen hatten. Damals, als die Spinnen klein waren und die Skelette ordentlich in den Ecken gestapelt wurden. Das klingt ja lustig für die Kindheitstage des Ritters. Aber gut, dann wollen wir mal in die einsamen Burgverliese. Dieser Ort lässt mich frösteln. Es ist ein Verlies. Das ist sein Zweck. Keine Angst, ich habe mein Schwert und meinen Umhang. Ich bin der König des Schlosses. Ich zerstöre alle meine Feinde und führe meine Armee in den Sieg. Wir sind unbesiegbar. Ja, der Ritter ist total übermütig. Hier gibt's schon mal nichts. Mal kurz gucken. 30 Fiolen und 2 Geheimnisse, wie immer. Da komme ich nicht so durch. Da muss ein Feuerpfeil her. So. Das hätte auch gereicht, wenn wir Ritter einfach hochzuspringen. Die schalten wir mal aus. So. Dann können die uns wenigstens schon mal nicht mehr stören. Du gehst da hoch. So. Schon mal 2 Erfahrungsfiguren gefunden hier. 3 sogar. Ja. Gut. Du hast meine Brücke kaputt gemacht. So, mal gucken, ob wir irgendwie bewerfen können. Das jetzt gebracht hat. Okay, das erste Gepanzer ist das Skelett. Die sind ein bisschen garstiger als die Standard-Skelette. Da hält man verdammt viel aus. Selbst hier sieht es erstaunlich aus mit der ganzen Maschinerie. Na, hier kommen wir nicht so leicht hoch, ne? Müssen wir uns erstmal wieder eine Kiste bauen. Wie kommen wir da jetzt hoch am besten? Einfach sagen, durch den Magier. Hier bauen wir uns am besten eine Brücke. Oder auch 2. Und kommen so an die Viole ran. So, dann lassen wir uns hier runterfallen. Oh, fallen in den Sumpf rein, gleich 2-mal. Oh, das ist gemein. Aua. Mist. Wir sinken.
Wow, der Ritter kann super toll springen unter Wasser. Ah, hier gibt's, hier scheint es ein Secret zu geben. Oder ein Ort, an dem wir sowieso hin müssen. Kann der Magier da was anheben? Nein, kann er nicht. Dann ziehen wir mal den Hebel hier. Okay, ich glaube mal, ich will hier noch nicht weiter, weil hier scheint es wirklich weiter zu gehen. Ich will erst mal gucken, was... Wenn wir nicht mehr hochkommen. Ich komme nicht mehr hier hoch. Ah doch. Aua. Mist. Dann muss das eben so gehen. So. Erfahrungsfiolen, Energiefiolen. Gibt's hier noch was? Nö. Ach, aber hier gibt's den Aufzug. Und ich finde auch die Musik passt ziemlich gut zum Spiel. Spiel ist echt toll gemacht. Also ja. Ich finde es jedenfalls toll gemacht. Na, Gemeinheit. Kann ich dir irgendwie austricksen? Ja, nein. Das war knapp durchgekommen. Gibt's da oben was? Nein, ich bin mit ihr hier. Nein, scheint nicht so. Und ich habe noch kein Geheimnis gefunden, wa? Lassen wir das Skelett da mal rumtanzen ein bisschen. Na komm her. So. Save Point können wir gut gebrauchen. Da geht erst auf, wenn wir da den Hebel betätigen. Dann machen wir das mal. Hebel betätigen und gleich Gegner spawnen, das ist unfair. Gib mir dazwischen sich, wenn es angegriffen zu werden. So. Ach, es gibt auch mehr, die wollen. Kommt. Kommt keiner mehr. Okay, was können wir jetzt machen? Erstmal können wir mehr Kisten. Oder mehr Planken. Auf wie viele Planken können wir denn erhöhen? 4 gleichzeitige Planken. Machen wir erstmal 4 gleichzeitige Kisten. Bei ihr können wir gerade gar nichts und bei ihm. Besonders geeignet gegen Gegner mit Schild. Das klingt interessant. Was bringt das als nächstes? Flammenschwert. Okay. Dann warten wir noch einen Punkt ab. Dann kriegt er nämlich das Flammenschwert. So.
So, Heilfiole. Aua. So, bitte hier durch einen. Nein. Spinnen. Mist. Da oben wäre was gewesen und ich bin runtergefallen. Aber vielleicht kommen wir von der anderen Seite aus ran. Fernkampf spinnen. Und nein, wir kommen an die Fiole leider nicht mehr dran. Ah, ich will da drüben hin. Aua. Nehmen wir mal einen anderen Charakter, bevor meine Diebin hops geht. Ah, das Rätsel hier ist ziemlich blöd getimt. Bastardo. Jetzt aber. So, was bringst du mir denn? Außer dass ich dich durch die Gegend schleudern kann. Hebel ziehen, da müsste da unten das Gitter aufgehen. Ja, genau. Und selbst mit den Wassereffekten haben sie sich einiges einfallen lassen. Die Entwickler, das muss man schon sagen, wie hier das Wasser teilweise zusammenfließt. Und ab dafür. Genau auf dem Gegner gelandet. So ist das doch schön. Und hier durchrennen. Ah, das ist weniger gut. Jetzt brauche ich erstmal wieder ihn hier, weil er kann, genau, die da oben drum hängen. Jetzt sind sie kürzer und machen schon mal keinen Ärger mehr. Ah, das hier auch, weil da drüben ist eine Heilfiole. Sehr gut. So. Ah, kann ich hier eine Brücke rüberbauen? Könnte ich theoretisch. Kann ich hier den Schalter einfach mit der Kiste beschweren? Ja, kann ich. Und hops. Und rüber. Oh, und ich merke gerade, ich nehme viel zu lange schon auf. Deswegen mache ich hier an der Stelle einen Schnitt. Bis gleich.